33, naja, das geht ja noch. Ich überlege, wie lange ich noch gestreamt habe. Man sieht bei dem Game 1.45 Uhr, genau, bis 3.45 Uhr war ich noch wach. Das Ganze wird jetzt hier auf jeden Fall ein Experiment. Und zwar rendert bei mir im Hintergrund noch ein Video, was wahrscheinlich 6 Stunden braucht zum Rendern. Ist der AMD 3900X und trotzdem spielen wir jetzt Heavy Rain. Ich bin mal gespannt, ob sowas funktioniert, ob es noch nie gemacht in der Form. Wenn das so wäre, dann haben die, zeigt das natürlich, dass die CPUs krasse Performance haben. Das ist echt unglaublich. So, wir sind stehen geblieben beim Golfclub. Wollen wir mal weitermachen. Mal gucken, ob das Spiel ruckelt oder... Nö, jetzt sieht es doch ganz gut aus. Krass, wenn man mal überlegt. Der rendert ein Video im Hintergrund, das 6 Stunden noch braucht. Und trotzdem läuft das Game hier. Unglaublich. Also die neuen Ryzen-Prozessoren, die haben echt Dampf. Ein bisschen ruckelt's, oder? Also ganz leicht. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shaw. Gut, dass er wieder laufen kann. Er hat ja ganz schön was auf die Mütze bekommen. Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich noch einen Schläger. Okay. Ich denke mal, ich mit meiner Tastenkombination, mit meiner Sicherheit, die ich nicht so habe, jetzt wahrscheinlich wieder verkacken, aber okay. Wir testen es mal. Bälle sind im Korb. Ja, ist wirklich ein interessanter Sport. Man braucht viel Geduld. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Oha. Ich sehe schon, komm. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Ich hätte immer Angst, dass ich unter dem Ball da die Halterung mit wegschlage. Weiß auch gar nicht, wie die heißt. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Da muss ich eigentlich auch mal googeln, wie sowas heißt. Manchmal hat man ja Fragen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gaudi in den Origami-Fall verwickelt ist. Sollte mal ein bisschen mehr Schwung, ne? Jetzt. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Der war gar nicht so schlecht, der Schlag. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Ja, beim Golf, bei allem Respekt, Mr. Kramer. Tauschen ich sich die reichen Leute mal aus. Wenig ermittle. So ist das, glaube ich, immer. Obwohl unser Detektiv jetzt ja nicht reich ist, aber sein Spieler hier. Also sein Gegenspieler. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shaw. Und ich zahle gut für Loyalität. Ja, ich mir schon gedacht. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht.
Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shepard. Sonst bedauern Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Hey, der Detektiv ist eigentlich so ein lieber Kerl. Der hat nie irgendwie Scheiße gebaut. In jeder Situation, in der wir reingekommen sind, hat er anderen geholfen. Der wird mal behandelt. Krass, dass er noch so mutig ist. Der wurde letztes Mal so verprügelt. Krass, und im Hintergrund rendert immer noch mein Video und das Spiel läuft. Ist echt unglaublich. Donnerstag 7.47 Uhr. Die Zeit vergeht und er hat seinen Jungen immer noch nicht gefunden. Scheiße. Eine Ratte darf natürlich auch nicht fehlen. In jeder Lagerhalle. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Hätte ja gedacht, dass da noch ein Hinweis drin ist, aber scheint ja keinen zu finden. Zeigt an. Ach, alles klar. Da muss ich ein bisschen heftiger mit der Maus mich bewegen. Ah, da ist auch was drin, alles klar. Auf den Schlüssel oder so. Ja, genau, das ist der Schlüssel. Die Tür war da. Das Problem ist halt nur, dass der Schlüssel wahrscheinlich nicht zu seinem Sohn führt, weil der liegt ja im Regen. Bin gespannt, was ihm erwartet hier. Ich hätte mal lieber mit der Polizei zusammenarbeiten sollen. Wäre besser gewesen. Wieder nur ein Video, wieder irgendwelche Hinweise. Der wird doch von dem Typen total verarscht. Obwohl ich immer gedacht habe, dass er der Mörder ist hier. Also ich finde das irgendwie komisch. Bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Jetzt müssen wir erstmal was finden hier. Ding ist, dass er im Grunde genommen die ganze Zeit verarscht wird. Er opfert sich ständig, ist ständig verletzt.
Gott sei Dank ist das nur ein virtueller Charakter. Muss ich das Ding miterleben? Ne? Hey. Ich muss dir jetzt einen Finger abtrennen. Ich kann es nicht ändern. Sie haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Ansehen. Neues tun, komm. Oh, macht er das denn nicht? Oh, ich könnte schon mal kotzen, ey, diese Steuerung. Immer gedrückt halten. Nicht gedrückt halten. Immer Sie drücken. Haben noch 4 Minuten. Okay. Nochmal, wir haben noch 4 Minuten, das werden wir jetzt nochmal hinkriegen. Also A. U gedrückt halten. E. Oh Mann! Ich könnte kotzen, ey. Das ist diese Steuerung. So, komm A, Q gedrückt halten, G dazu. Das sind auch Schmerzen. Die Finger sind so viele Nerven, ey. Also, alle, die jetzt zugucken, nicht nachmachen und immer daran denken, das ist nur ein Spiel. Dem Tisch. Kleine, der friert doch da im Wasser. Es wird doch so sein, wir kommen da hin und er hat es wieder nicht geschafft, oder? Erinnert mich ein bisschen an Jigsaw, so, ich will ein Spiel spielen, dann musst du irgendwas opfern, damit du dann eine Strafe entgehst, aber du kriegst trotzdem keine Belohnung, meistens stirbst du noch. Oh Mann, ey. So, sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Aber er ist doch im Hotel, der ist doch da gar nicht gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Obwohl, ist er im Gebäude, oder? Sie auf Beweise, als auf ihre sind sie am Fabrikgebäude? Was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich für sie. Und jetzt? Schaut sie raus. Nein, zurückbleiben. Hat er sie eingeweiht, oder wie? Dass sie ihn dann abholt?
ist jetzt eine interessante Konstellation. Entweder ist das jetzt Zufall oder... Okay, dann gehen wir mal hier rein. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße, was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Krass, dass sie ihm wieder hilft, ey. Ohne ihn wieder nachzufragen, was überhaupt los ist. Ah, sie macht die Tür frei, okay. An dem Fenster hat sie freigemacht. Alles klar, wir können aus dem Fenster raus. Die Kiste. Wenn ich sie zum Fenster kriege, könnte ich mich hochziehen. Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jane. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Wir schaffen das. Wir müssen seinen Sohn retten. Ich hätte das Fenster wenigstens zugemacht. Hey, stehen bleiben! Ich schieße! Beeilung! Schnell! Ich kann nicht. Hände hoch! Eine Frau kamen aus der Gasse. Frau? Scheiße! Die ist doch vorhin rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Die U-Bahn! Packen wir jetzt nicht, oder? Stehen bleiben oder ich schieße. Nein, ich bin wieder. Jetzt finden sie natürlich eine Origami-Figur, weil er die ja mitgebracht hat von seinem Sohnemann da. Also weil die an der Kiste waren und vermuten, dass er der Mörder war. Oh Mann ey, und der will seinen Sohn retten. Alle, die fragen, ist alkoholfrei. Okay, dass er hier denkt, ich sauf im Stream. Ja, ist schon krass. Also, immer wenn man so denkt, so, ah, jetzt haben wir es geschafft, so eine kleine Hoffnung. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Gibt's eine auf ich will Mütze? Nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Ich bin sicher, Sie hatten Ihre Gründe für Ihre Taten. Sie wollten bestimmt niemandem wehtun. Nur irgendwie dem Schmerz entkommen. Ich werde Ihnen helfen, das dem Richter zu erklären. Lassen Sie Sean nicht sterben. Sagen Sie, was Sie wissen, und wir können ihn retten. Genau, das ist eine gute Strategie.
Versuchen wir mal zu überzeugen. Das Spiel ist aus. Was bringt Ihnen denn ein weiteres Opfer? Hä? Warum redet der denn nicht? Das verstehe ich nicht. Geht doch um seinen Sohn. Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an. 8 Fotografien. 8 Leben. Ausgelöscht. Ertrunken. Im gottverdammten Regen. Erkennen Sie ihn, hä? Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan. Sagen Sie was! Oder hat er wirklich einen an der Mütze, dass er das selber ist? Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Ja? Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. So scheint es doch gewesen zu sein. Nee, ungläubig. Das ist doch die totale Scheiße, Ethan! Das macht doch keinen Sinn! Wie soll Ihnen das irgendjemand glauben? Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn Sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Also, ist er echt so schizophren, dass er seinen eigenen Sohn entführt? Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Aha! Falsche Antwort. Ich hab Sie was gefragt und Sie bleiben... Das Geständnis ist so vollkommen wertlos. Der Fall wird geschlossen. Oh nee, komm. Jetzt reicht's aber mal, wenn der Typ wirklich nur Scheiße macht. Carter, halt! Ich werde Sie dem Boss melden. Na los! Verschwinden Sie hier! Ich konnte Sie noch nie ausstehen, Norman! Und jetzt verpissen Sie sich! Ja, ich verwechsel halt immer, dass ich nicht den Typen da drohe, soll ich mal. Antworten Sie mir, oder Sie stehen nie mehr auf! Aha! Blake! Was machen Sie? Der Typ ist ein Killer! Er hat keine verdammten Scheißrechte! Und er wird jetzt alles ausspucken! Guter Kopf, böser Kopf wäre meine Strategie, dass die beiden zusammenarbeiten, aber... Gerade ein Geständnis aus Ethan Mars. Sie müssen etwas tun! Was ist wichtiger, Norman? Sean Mars zu finden oder dem Abschaum ein paar Kratzer zu ersparen? Wo gehobelt wird, da fallen nun auch mal Späne. Verdammt nochmal! Ethan Mars ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn lebend zu finden! Der Fall hat Sie zu sehr mitgenommen, Norman. Ein bisschen Urlaub würde Ihnen gut tun. Übel, übel. Mann, ey, das sind ja Wendungen. Das ist doch nicht normal mit seiner Abhängigkeit hier. Unglaublich, echt. So, ich bin mal gespannt. Also ich streame im Hintergrund, rendert ein Video von 6 Stunden. Oh, das war nix.
Oh Mann, ey. So blöd, die Tasten zu drücken. Ja, schön, aber was soll das bringen, außer die Reflexe von mir zu trainieren, dass ich hier die Tasten richtig drücke. Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Ja, würde ich auch sagen. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Ich hoffe, dass er recht hat. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Ja, und ich glaube, dass der Sean nicht mehr gerettet werden kann, dass der ertrinkt. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber... Es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Ja. Ja, er kann ja sein Büro virtuell so ändern, dass es so aussieht. Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung von Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß. Abspielen wäre gar nicht so schlecht, muss ich sagen. ...1583 Fahrzeuge identifiziert. Das hilft mir nicht, das Auto des Mörders zu finden. Ich sollte einen anderen Hinweis einbeziehen. Okay. Hinweise, jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Hinweise wechsle. Auswählen. Alle entfernen. Nehmen wir mal eine Geoanalyse. Keine Daten für die Geoanalyse, okay. Schauen wir uns das mal an. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Ja. Okay, wenn ich vorher die Daten dazu nicht hatte, dann werde ich die jetzt auch nicht haben. Tja. Den Hinweis hinter uns habe ich auch schon. Komm, den Überwachungsvideo, das haben wir auch schon. Dann wollen wir mal alles entfernen.
Nehmen wir mal die Akten vor. Krass, wenn man sich überlegt, man hat wirklich so eine Virtual Reality. Und dass man echt so in... glaubt, dass man wirklich in diesem Büro, in dieser Atmosphäre ist. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Ist jetzt hier eine Geoanalyse? Ich weiß gar nicht, warum von der Geoanalyse keine Daten mehr vorhanden sind. Die haben wir doch vorhin auch gesehen. Okay. Haben wir schon beide jetzt gelesen? Steht wieder öffnen. Ja, okay, das haben wir jetzt ja gemacht. Können wir uns eigentlich sparen? Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Ja, warum macht... Okay. Alles entfernen. Schauen wir uns mal die Umgebung an. Die mal. Oh, wieder so eine krasse, geile Landschaft. Ja, genau. Ist egal, das bleiben wir jetzt. Karte. Also ich finde irgendwie keine Hinweise jetzt weiter hier. Aber wir haben nur die Möglichkeit, Hinweise auszusuchen. Fire Tracks. Dem Video. Ich meine, wir haben jetzt alles analysiert. Ich meine, was will er noch mehr? Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Okay, neuer Hinweis, den hatten wir ja noch nicht, das stimmt. Ob er da jetzt irgendwas verknüpfen kann. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Vielleicht fällt ja auch noch was anderes an. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Thank you.
Jackson Neville alias Mad Jack handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Ja, aber das sind ja schon mal ein paar Ansätze, um irgendwie weiterzukommen. So, wir können ja mal zu unserem Chef gehen und ihm mal ein paar Hinweise präsentieren. Hat Mars gestanden? Nein, noch nicht. Er ist bewusstlos. Wenn er wieder aufwacht, geht's weiter. Er ist tougher, als ich dachte. Ganz egal, der singt. Wie alle. Auf jeden Fall, mein Glückwunsch, Lieutenant. Das war sehr gute Arbeit. Ich werde mit der Presse sprechen, so etwa in einer Stunde. Das wird eine Riesensache. Wollen Sie nicht lieber erstmal auf sein Geständnis warten? Nein, nein. Wir haben ihn überführt. Alter, die präsentieren am Mörder, der ist vielleicht gar nicht wahr. Ethan Mars ist unschuldig. Er ist überzeugt, dass nur er Sean retten kann. Was, wenn es stimmt? Ich gehe das Risiko ein. Ich muss ihn hier rausbringen. Kann ich hier Wasser trinken oder wie? Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wissen, wo er überhaupt ist. Also, ich weiß ja nicht, wo der Verhörsaal ist hier. Das ist nochmal ein Büro. Die Toiletten. Schauen wir mal hier lang. Parkhaus. Finden wir raus, aber wir gehen mal zur Pressekonferenz hier. Schade, ich dachte so, da sitzen ein paar Journalisten und ich kann erstmal sagen, dass er unschuldig ist. Naja, naja. Ein Versuch wert. Boah, jetzt machen die mir ja alle über den Weg. Ich glaube, Mars ist unschuldig. Ich muss ihn hier rausholen. Er könnte schuldig sein. Er verhält sich merkwürdig und erzählt wirres Zeug. Er hat nie gesagt, dass er nicht der Origami-Killer ist. Helfen. Ich muss Ethan Mars hier irgendwie rausholen. Die Chance, dass er die Wahrheit sagt, ist vielleicht 1 zu 1000. Aber er kann trotzdem noch seinen Sohn retten.
Nein, ich kann nicht nur zusehen. Ich helfe Mars, hier rauszukommen. Aber wie? Sinn, ich glaube, soll ich draußen im Parkhaus rumlaufen. Fahrstuhl auch nicht. Ich muss hier sagen, erstmal gucken, wo er überhaupt ist. Ist auch so ein Ding. Ist jetzt ja auch die Frage, wie helfe ich ihm? Mit wem muss ich denn reden, dass er ich zu ihm kann, oder? Hier, das sieht ja nach einem Verhörort aus. Alles klar. Ich glaube, wenn wir jetzt hier nach links gehen, da müsste er drin sein. Nicht. Hier scheint er auch nicht drin zu sein. Hey. Konzentrier dich auf deine Steuerung. Ah, da ist er. Ja, ich kann nur gucken. Sehen die alle nur so ähnlich aus. Zelle ist leer. Ah, alles klar. Erstmal ausgestellt. Aber wie kommen wir denn von hier dahin? Warte mal, der muss doch der Raum. Hier ein Raum sein oder nicht? Ja. Der ist bewusstlos. Hat der auch gesagt, ne? Der ist bewusstlos, liegt da rum. Kann ich ihm denn jetzt hier helfen oder ihn befreien? Kamera haben wir ja ausgeschaltet. Oh. Da war doch eben. Hat er gestanden? Noch nicht. Ich verstehe. Gehen Sie raus.
Ich, Lieutenant Blake sagte... Bitte, gehen Sie raus. Okay, Sir. Ich warte dann vor der Tür. Verdammt. Sind Sie okay, Ethan? Oh, der kriegt auch immer nur ab. Also es gibt da ganz viele Charaktere, die richtig immer nur auf die Fresse bekommen. Ich muss hier raus. Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Wir müssen versuchen, Sie herauszuholen, Ethan. Warten Sie. Ich komme zurück. Den irgendeinen Befehl erteilen? Nee. Ich weiß nicht, ob wir beim Chef reingehen. Nee. Hier kann er auch nicht sprechen. Hier sitzt ja unser Freund. Können wir aber auch nichts machen. Frage ist, wie er den da befreien will. Den kann er auch nicht sprechen. Da können wir ja auch rausgehen und ein Auto organisieren oder so. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Typen quatschen. Nee. Einzige, was ich machen könnte, ich könnte vielleicht in meinem Büro und in meinem Büro einen Anwalt anrufen oder so. Frage, er hatte ja letztes Mal das Telefon auf den Boden geschmissen. Hier scheint auch kein Telefon zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, komm, mach die Tür auf. Ihm auch nichts sagen. Er hat ja gesagt, er kommt wieder. Aber mit was und wie und warum? Ich muss die Wache loswerden, wenn ich Mars befreien will. Zuerst weg mit den Handschellen.
Zuerst weg mit den Handschellen. Aber wie? Irgendwie muss ich ihn heimlich aus dem Revier kriegen. Sollte klappen, ihn unbemerkt herauszukriegen. Irgendwo hängen die Regenmäntel der Streife. Ich muss einen finden und Maß geben. Die Regenmäntel der Streifen, okay. Ich habe bis jetzt hier noch keine Kleiderkammer gesehen, irgendwie. Müssen wir mal schauen, ob wir irgendwo was finden. Gehen wir mal hier hinten lang. Hier findet ja die Pressekonferenz statt. Nochmal, ja, das ist ja der quasi der Vernehmungsraum. Das ist ja die Kamera. Also der Kameraraum ist das. Ah, warte mal, vielleicht ist das hier eine Regenjacke, die ich nehmen kann. Gary, machen Sie eine Pause. Ich mach das hier. Echt? Ich muss nämlich mal dringend pissen. Die Schlüssel für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir den da rausbekommen. Ethan, nehmen Sie. Vielleicht kommen Sie so an denen vorbei. Scheiße, die Handschellen. Die müssen weg. Okay, Moment. So, jetzt muss ich erstmal seinen Schreibtisch finden. Liegen auf meinem Schreibtisch, also das muss ja ein Schreibtisch sein, der leer ist. Wie hier zum Beispiel. Ah, sehr gut. Hat ja mal geklappt. Harte Nummer, ihn jetzt zu befreien. Da bist du der fette Profiler. Das war's. Sie sind frei. Ja? Zieh ihn doch die Jacke an, Schlumpf. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie unbemerkt raus. Sofort raus hier. Kein Anhalten, kein Reden, kein Denken. Nur laufen. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean.
Ich hoffe, das war kein Fehler. Gerade er verliert seinen Job dadurch. Mal gut, dass es automatisch ging. Ich dachte, wenn wir dem jetzt mal bei der Flucht helfen sollen, das geht doch schief. Hätte ich doch wieder irgendeine Taste falsch gedrückt. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Er ist wieder im Hotelzimmer. Ich meine, das ist auch auffällig, wenn eine Hotelangestellte ihn irgendwie erkennt. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Polizei? Nein, wir haben sie abgehängt. Der Kerl an der Rezeption ist komisch. Ich traue ihm nicht. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht sie, Ethan. Sie nennen sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Komm, vertrau dich ihr an. Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Aber die Prüfung stellt sie dir doch nicht selber. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Aber was willst du dich denn stellen, wenn du es gar nicht warst? Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht. Die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden. Ich habe keine Wahl. Bitte, Madison. Gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Ja, ich würde sagen, wir bleiben, oder? Okay, wenn sie geht, ich kann es nicht beeinflussen. Ich finde dich, Sean. Ich schwöre, ich finde dich. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Gerade was ich wieder nicht verstehe. Er hat jetzt seinen Finger abgeschnitten letztes Mal.
Okay, er kriegt vielleicht keine Lösung, weil er ja selber der Typ ist, der sich selber keine Hinweise geben will. Oder so ist. Oder? Ich meine, du verlierst doch nicht deinen Sohn, kriegst ein Trauma, aber es sind so Origami-Figuren. Verarsch dich selber, bringst andere um. Bist du bereit zu töten? Ja, also die Sprüche lesen wir ja jedes Mal. Und da bringt das immer nichts. Jetzt unerkannt da irgendwie durch die Gegend zu laufen, wo die ganze Polizei nach ihm sucht, ist halt schwierig. Irgendwer erkennt ihn immer. Ja, ich juck gleich die Nase. 11.10 Uhr, Donnerstag. Manfred! Manfred! Bist du da? Der Laden ja nicht hier. Ach, da ist er ja. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Alter, die Brille Scott ist ja gerade. Da fehlen die Gläser. Kennst du mich noch? Scott? Bin das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lang ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Oh, Telefon. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mach ich. Steht denn das Telefon? So wahrscheinlich hier im Büro, ne? Schon gut, ich gehe. Okay. Hallo? Ja, Sie sind bei Manfred, aber er ist beschäftigt. Können Sie später nochmal anrufen? Danke. Jetzt hat er die Scotch-Flasche gefunden. Wollen wir die mal ein bisschen einbechern auf hier. Auf die Freundschaft. Salut. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse das geschrieben Gläser wurde? In der Brille. Sah nur Lass mal aus. Sehen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke Klar, herholen? Sicher.
Meine Augen sind nicht mehr die besten. Na, mach mal doch. Hier, oder? Jo, da ist die Lupe. Gott sei Dank nicht ganz so versteckt. Oh, komm. Steuerung hier. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Bin ich auch mal gespannt. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Oh, das ist eine sehr antike Maschine. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Ja, ist doch mal ein geiler Ermittlungsansatz. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Das hört sich auch gut an. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Muss wahrscheinlich im Stream mal ein bisschen lächeln. Hallo. Genau. Guck mal, so ernst. Das Spiel ist ja auch ernst. Kannst du eine Figur? Ja, ich muss nur ihm helfen beim Suchen. Hallo? Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Sir? Hallo? Ach du Scheiße. Ja, warum wollen wir die Polizei rufen? Oh mein Gott. Wir hätten ihn hinten umgebracht. Oh mein Gott. Ist ja merkwürdig jetzt. Armer alter Mann. So ein Ende hat er nicht verdient. Also er denkt erstmal gar nichts. Scott? Oh mein Gott! Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Okay, dann fangen wir mal am Telefon an. Ja,
Fingerabdrücke müssen da ja auch sein. Auf den Gläsern müssten die auch noch sein. Auf der Lupe, genau. Flasche. Aber haben wir die Flasche überhaupt angefasst? So. Gläser. Das müsste eigentlich gewesen sein, ne? Wie lange dauert das denn noch? Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Was hatten wir denn noch angefasst? Wird schon reichen. So können Sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Okay, also ich bin auch der Meinung, wir haben alles gereinigt. Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht haben wir wirklich noch was übersehen. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Wir gehen trotzdem zur Polizei. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Ja, okay. Bleiben Sie in der Stadt, ist ja schon mal gut. Sieh an, Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Ach, er wieder. Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Ja, die war früher mal alte Partner, ne? Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Ich finde es gut, dass Sie mitarbeiten, ganz ehrlich. Sie werden jetzt ein braves Mädchen sein, gehen heim und lassen mich mit Ermittlungen weitermachen. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! So Situation errechnet gerade damit und deswegen spannen wir mit der Steuerung auch mal nicht. Das war jetzt so ziemlich spontan. Wenn Sie mir nicht helfen, in Mitgehen zu finden, mein Mann ist alleine.
Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Ich kann sie nicht so zurücklassen. Sie würde alles tun, um den Mörder ihres Sohnes zu finden. Ja. Na los, komm, geh hin zu ihr. Lauren! Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es ist nur... Ich mache mir eben Sorgen um sie. Ja, am Anfang hat er darum gekämpft, Informationen von ihr zu bekommen. Und jetzt, wo sie helfen wollte, hat er es wieder abgelehnt. Das ist natürlich... Ja, okay, man kann beide Seiten verstehen. Aber ich finde es gut, dass sie jetzt bei uns ist. Mich wundert, dass sie noch nicht gesagt haben, dass Mars abgehauen ist. Donnerstag, 11.15. Klar, ist doch schon längst weg. Was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine... Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool! Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal, ja? Ich mach dich fertig, Flachwichser! Du kommst in mein Haus, hörst meinen Stoff! Ich brenn dir alle Flaschen, Flachwichser! Mann, willst du endlich mal stehen? Okay, aber die... Schon ganz genial, dass er sagt, du kommst in mein Haus und machst dir nur Ärger. Ja, recht. Ich höre dich hin! Ah, Scheiße. Habe ich ihm wieder nicht aufgepasst. Eine kleine Unkonzentriertheit. Warte, Mann! Du kannst alles haben! Ich hab Stoff! Ich hab Geld! Willst du Stoff? Bitte! Bitte erschieß mich nicht! Ich hab Kinder! Das sind meine Mädchen! Das ist Sarah! Und die Kleine ist Cindy! Die Frage ist, warum ist er da überhaupt? Bitte, Mann! Mann, ich will sie wiedersehen! Bitte! Bitte nicht schießen, Tür! Stück weg. Ich bin auch Vater. Aber kein Killer. Aber warum er jetzt bei ihm war oder so, das habe ich ja jetzt noch nicht so ganz rausgefunden. Also er war bei ihm, steht vor der Tür. Haut ihn eine über die Mütze, aber warum? Wer ist das?
Ist mal geil, wie wir die Charaktere wechseln. Matt, hier ist Sam. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Ist cool, dass ihr da ihm hilfbar ermitteln jetzt. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Der sieht schon aus wie so ein kleiner Killer. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Finanziert sich immer noch so. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Ich habe eher Angst, dass der mir was ins Mittel tut, ins Getränk, dass ich dann umfalle. Der wirkt irgendwie ein bisschen unheimlich, der Typ. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Ich weiß nicht mehr. Die Pillen machen mich ganz wirr im Kopf. Die meiste Zeit bin ich völlig durch den Wind. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Oh. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Oh, der schweigt da. Trinken Sie. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Alter, der Typ ist irgendwie... Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Der Kerl ist gruselig. Ja, wollte ich gerade sagen. Schau nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Ich finde den auch gruselig. Der Doc interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem... Er hat einen ganzen Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Das ist nichts, aber da ist noch eine Tür. Vielleicht können wir die auch nehmen. Okay.
gefunden habe ich nichts, ne? Aber der hat noch eine andere Tür, vielleicht können wir da auch noch in der Zeit was suchen. Vor uns steht, würde ich sagen, ich habe die Toilette gesucht. Ich hoffe, in die Richtung überhaupt gehen können jetzt hier. Neugieriges Luder. Scheiße. Wir werden Spaß haben, jetzt hat er uns alle übergebraten. Versprochen. Ja, ich dem nicht traue, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Geschichte nimmt keinen guten Lauf. Ah, sagen Sie Hi zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspiel. Jetzt muss auch wieder jede Taste sitzen. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe Sie an Parko vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. So, los, komm. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren. Also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. So, ich drücke eins und ich sag... Ich habe keine Instrumente hier. Soll schreien, aber sie schreit also nicht. Also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? So, Alter, scheiße, was für ein kranker Typ. So, ich muss jede Taste drücken, kann funktionieren. Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich werde den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Ich kann auch gar nicht schreien irgendwie. Ich drücke mal eins. Ja, komm, befreie dich hier von deinen Fesseln. Hallo, Sir. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes mit dieser prächtigen Bibel. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, $5. Nein, danke. Nein. Kommen Sie, Bruder. Ich glaube nicht, dass Sie am Wort Gottes schreit, das ist wir, seine treue Herde, sollen in seinen Spuren wandeln, wie Johannes sagte. Ah, vielen Dank, aber ich brauche nichts. Keine Bibel in dieser Zeit der Gewalt und des Hasses? Die Heilige Schrift bringt Ihnen jederzeit Frieden und Ruhe. Für nur $5. Nochmal für Blöde. Keine Bibel für dich. Verschwinde. Mann, ey. Ich will da raus. Schreien bringt ja irgendwie anscheinend nichts. Sorry. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier weiter. Ich hasse Unterbrechungen, wenn ich operiere. Kein Charakter also verlieren. Dann, wo waren wir? Also ey. Manchmal bin ich der beliebteste Arzt der Stadt. Einen Moment und ich bin gleich wieder für Sie da. Alter, die da klingeln, die retten mir das Leben, ey. Der Herr macht Ihnen ein besonderes Angebot, Bruder. Er schenkt Ihnen dieses prächtige Exemplar für nur $3.
Schon wieder er. Das ist ja diese Pizza. Na gut. Das überzeugt mich. Bitte kommen Sie her. Moment, ich hol dann mal die $3. Oh, der nächste, ey, der einen übergekriegt. Ich kann doch nicht mal alle abmackeln, ey, das gibt's doch nicht. Das tut mir jetzt aber leid. Mein nächster Termin ist offensichtlich schon früher. Komm hier nicht los, ey. Das ist doch gar nicht. Keine Sorge. Ich will meinen Charakter hier nicht verlieren. Es ist Zeit, sie fertig zu machen. Keine Angst. Unsere letzten Augenblicke sollen qualvoll. Ich fand den ja schon Anfang an irgendwie sehr widerlich vom... Also sehr unheimlich, den Typen, und hab mir gedacht, dass da schon was passiert, aber dass er sie da so quält und folterte, boah, übel. Ja, ich hoffe trotzdem, dass sie das überlebt und sich da wehren kann und aus der Falle befreien kann. Diese Charaktersprünge sind zwar ganz nett, aber wenn man mit einer Person in einer brisanten Situation ist, möchte man da natürlich rauskommen. Wird man gleich in die nächste Situation wieder geschmissen. Heftig, heftig. Ja, seine Ermittlungsbrille. Die darf nicht fehlen. Das finde ich auch ganz grandios. Deswegen wundert es mich auch, dass er noch nicht weitergekommen ist. Bahnführer. Können Sie das bitte ausmachen? Das ist der, der irgendwie das Auto besorgt hat. Norman Jade, FBI. Alter, mit dem möchte ich mich aber auch nicht anlegen. Können wir einen Moment reden? Bin ganz Ohr. Können wir reingehen? Oh, der hat auf jeden Fall Geschichte in der Faust. Da, wo der trifft, wächst kein Gras. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut machen. Oh, das war wieder eine Zeit für eine Bestechung. Ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Ich glaube, mit Geld wäre es besser gewesen, hätte ich mal ein bisschen bezahlt. Alles klar, jetzt kommt hier seine Hightech-Brille zum Vorschein. Blut. Warum ist hier Blut? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, bei dem Schrottplatz werden hier schon öfter mal Leute verschwinden. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Die Analyse bringt nicht viel hier im Schlamm. Die Chance ist größer, im Gebäude was zu finden. Okay. Gehen wir mal ins Gebäude.
Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Hinweise haben wir jetzt hier schon. Ne? Da haben wir das Blut gefunden. Ah, alles klar. Da ist der Sherlock Holmes ein Waisenknabe gegen. Das ist nicht das richtige Auto. Größe 48 muss Mad Jacks Größe sein. Noch mehr Fingerabdrücke. Ist der Propeller hier schon? Noch eine, hier ist auch noch eine Spur. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Das letzte Mal so eine Luftspur irgendwie, ne? Ja, da ist er auch. Ja, noch mehr Fingerabdrücke. Ein paar blaue Farbspuren, die gleichen Reifenspuren, kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Ja, ich hoffe, wir kriegen ihn zum Reden, ne? Hier ist hier die Duftspur. Alles abgesucht hier. Ja, ich glaube, wir sollten mit ihm nochmal reden und ich denke mal, da hilft auch ein bisschen Geld auf jeden Fall. Für die zweite Blutspur führt zum Säurebad. Bei wem entsorgt haben. Ja, alles klar. Krass, er hat wem entsorgt. Ah, das war klar. Einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Musste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Ja, das heißt, wir müssen Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen.
aber auch ein Tier. Scheiße. Ah, sehr gut. Wir haben es gepackt. Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Genau, Knie ist eine gute. Hartnäckig bleiben. Ja. Ah, du hast mir meine Nase gebrochen! Ich hätte ihn ins Knie geschossen. Als nächstes ist dir Schädel dran. Na los, raus damit! Ich hab keine Angst, Mr. CSI. So tough bist du nicht. Ist Ihnen vielleicht kalt, Jack? Die Benzintanks sorgen sicherlich für ein hübsches Feuerwerk. Scheiße, Mann, nicht das Benzin. Wir sagen, es war ein Unfall. Oder besser, ich werde das sagen. Denn Sie können ja dann leider nicht mehr reden, nicht wahr, Jack? Du verrückter Wichser, du bist nicht ganz dicht, Mann. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Oh nein. Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Was? Die lassen jetzt schon Junkies zum FBI? Gott schütze Amerika. Nein, ey. Scheiße. Ich helfe dir jetzt mal mit deinem kleinen Drogenproblem 007. Dauerhaft. Geht's ab in die Fresse. So, scheiße, anscheinend, so kann ich nicht raus. Runter machen, wir können aber. Oh Gott, ey. Ich glaube. Das geht doch wieder nicht. Da geht das Radio an der Hurra, ey. Ah, das Knarre, alles klar, sehr gut. Vielleicht können wir da die Handschellen freischalten. Wird aber jetzt knapp. Was ist das jetzt, oder? Nee. Komm oben raus. Los, komm. Ah, nein, ey. Hab doch wie immer gedrückt, ey. Was soll das denn? Ich glaube nicht, dass wir das in dem Spiel wiederholen können. Der Typ ist einfach weg. Oh Mann, ey. Ich bin hier der Charaktervernichter. Vielleicht wird das auch dazu, ich weiß es nicht. Die Geschichte hat ja viele Enden wahrscheinlich. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Na, der freut mich aber gar nicht. Ich hätte gerne mit dem Charakter weitergemacht. Oh,
jetzt haben wir eben noch unseren Detektiv hier und seine Freundin. Quasi und die Polizeiermittler. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Hier kann man auch nervös rumlaufen. Jetzt kann ich wieder aufstehen. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich habe Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Ja, dann gehen wir mal in die Küche. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Ja, klar. Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Ja, zwar nicht viel, aber was er hat, ist eigentlich hier so relativ ordentlich, ne? Und wo haben wir denn die Eier? Die müssten doch eigentlich im Kühlschrank sein. Da ist er ja, der Kühlschrank. Viele Eier gibt es ja nicht. Zwei. Aber okay. Geil auch, dass der sein Sandwich da unverpackt irgendwie reinlegt. Ja, Single Butze halt. Gasherd finde ich gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Hat man gleich die Temperatur, die man braucht. So, ich muss mal gucken, dass die Eier nicht anbrennen, weil ich ein bisschen dabei bleiben, ne? Ja. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Okay. Und gut, dass er mir das noch sagt, ey. Sonst hätte ich die im Spiel wahrscheinlich nur anbrennen lassen. Krass, dass er so eine Matrone ist und nicht isst, aber ja. Sie kriegt die Spiegeleier. So gentleman-like. Ich habe mir mal Ihren Bademantel geborgt. Steht Ihnen gut. Hey, das sieht fast genießbar aus. Natürlich. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Stimmt allerdings. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Gar nicht schlecht, so vom Gedanken her. Kann kombinieren. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber ja, ist möglich. Der Name ist hier drin.
Los, wir finden ihn. Die brauchen aber ziemlich lange für 30 Namen, muss ich sagen. Oder sind es 300? Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. John Shepard, okay. Sie geben nie auf, oder? Mit dem mal sprechen, ob er einen John Shepard kennt. Verzeihung. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hin. Danke. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Ja, oft gesagt, geradeaus müssen weiter hinten. Müsst ihr dann sagen, hey, mal hier Scott, sein. Wohin gehen Sie? Das Grab von John Shepard muss hier sein. Hat Ihnen niemand gesagt, dass man auf Friedhöfen nicht schreit? Die Toten stört das nicht. Oh, das war eine ehrliche Ansicht. War's das? Geben Sie auf? Ich weiß nur nicht, wo du bist. Ich hab mich nur mal umgeschaut, mehr nicht. Dachte, ich wäre Ihr Partner. Kein Laufbursche. Denn wenn ich sie finden würde oder so, dann wüsste ich sie auch. Keine Ahnung, wo die ist. Da ist sie, alles klar. Hier steht Kindergräber. Na, komm. Ach, sie hat's gefunden, ne? Hier ist es. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Die Blumen sind noch frisch.
Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Oha. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefälscht hier raus. Los, haut ab, ihr verfluchten Rotzbengel. Das ist ein Arschloch. Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich hätte mich da irgendwo ins Gebäude gehauen. Ich wette, du kriegst mich nicht! Was, wie realistisch das aussieht, die Bewegung. Unglaublich. Ach, eine Räuberleiter. John will mir hochhelfen. Ich beeile mich lieber. Ja, genau das Gebäude meine ich. Ich werde auch reingekrabbelt. Meine, bevor man da im Regen steht und klitschen nass wird. Mann, ey. Steuerung wieder on point hier. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Jo. Sagen wir es. Packen wir doch. Eine lahme Ente. Ja, wechsel mal dein Vokabular. Mehr um Pinsel. Na los, komm schon, du Flasche. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Ja, ich bin ja schon da. Jetzt die linke Shift das auch noch angezogen. Brich mir bald die Finger bei der Kombination. So, linke Shift-Taste. Immer weh. Das kostet aber Kraft, was die da machen. Ich weiß nicht, ob ein Junge das so schafft. Oh,
hätte gedacht, ihr stürzt ab da bei der Aktion. Fenster, da kann man nicht lang. Kann man auch nicht lang. Ist er nach unten gegangen? Da ist alles klar. Yippie, yeah! Heilige Scheiße. Jetzt mach Himmel! Ich warte! Als du ein geiler Abenteuer spielst, du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch! Ich schaffe das leicht! Guck hin! Da bestimmt runter. Jetzt habe ich es noch im Griff. Okay, das war aber eine Meisterleistung. John, warte auf mich! Jetzt mach schon! Da wäre ich auf einer so runtergerutscht. Heftig. Jo, geschafft. Na los, du bist jetzt dran. Wow, das hat er auch gepackt. Es ist Zeit für den Todessturm. Oh nein. Okay, das ist halt so, wenn Kinder das dann übertreiben, ne? So, wo ist er denn jetzt? Ist ein bisschen blöd zu sehen, wenn die Umgebung so wechselt. Guck mal hier. Hat er mal überlegt. Spiel mir verstecken. Es ist glatt, es ist nass. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? 1. 2. Hilfe! 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 John! Hilfe! Ja.
ist er denn? Hilfe! 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 Muss er hier irgendwo sein, ne? Ah, da ist er. Hilfe! Hey! Hilfe! Ich komme da nicht vorbei, nur weil er mit der Steuerung nicht klarkommt. Hilfe! Mein Fuß! Mein Fuß steckt fest! Greif zu! Ich zieh dich raus! Packen wir's. Mist. Die gehen da irgendwie nicht raus. Was machen wir jetzt? Halt euch, John! Ich hole Hilfe! Halt euch! Los, beeil dich! Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell! Ich bin gleich wieder da! Doch, das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ist auf jeden Fall eine heiße Spur, würde ich sagen. Ich gehe lieber nach Hause. Mit dem Tod seines Bruders irgendwie nicht verkraftet. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. John Shepherds Grab. Oha. Das ist er, der Mörder. Okay, momentan ist das jetzt verwirrend. Also wir hätten zwei Täter. John Shepherd und den Mars. Heftig. Sind schon ein paar zwielichtige Gestalten. Gucken, was möchte er denn? Ich finde dich, Sean. Ich schwöre, ich finde dich. Ja. Ich bin nicht mehr so sicher, muss ich sagen. Verzeih mir, Sean. Ich dachte, ich tue das Richtige. Nichts Neues von Madison. Komische Frau. Was sie wohl vorhat? Ich bin kein Mörder.
Das darf ich doch. Wo bist du, Sean? Ich konnte ihn nicht töten. Er war Vater wie ich. Ich hatte nicht das Recht dazu. Nicht mal, um meinen Sohn zu retten. Mich wundert, dass er so lange im Hotel unentdeckt war. Da kommt er schon ganz voll in Zeit. Hier! Ich muss hier raus. Badezimmer irgendwie ein Fenster oder so? Scheiß Telefon hier. Steht denn der Typ wieder rum? Hier. Hallo? Jetzt schaffe ich es ja wirklich zu fliehen. Knapp, ey. Wir haben ihn immer noch nicht. Schnapp ihn! Er flieht! Er ist auf dem Balkon! Na, komm schon. Dass du dafür eine Willenskraft haben musst. Und überlege, er ist verletzt. Schaffst du? Zieh dich da hoch. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Ja, das ist doch schön.
Lauren? Es tut mir leid, Scott. Oh. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Warum hat sie ihn denn verraten? Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Ach du Scheiße. Ich hoffe, den Charakter kriege ich jetzt frei und Lauren. Fehlt wieder einer. Auf jeden Fall raus. Er hat es geschafft, aber sie nicht. Wobei er hat ihr ja mal gesagt, dass es gefährlich ist. Also kannst nur einen Charakter retten wahrscheinlich. Dass sie überhaupt geschafft hat, ist echt faszinierend. Bastard! Ich bring ihn um. Ne? Okay. Jetzt warten wir mal, bis er gespeichert hat. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss an dieser Stelle. Ja, ich zock die ganze Zeit schon, ey. Das ist echt Wahnsinn. Ich war bis 3.45 Uhr wach irgendwie und hab gezockt. Das Geile ist, dass mein 3900X, also Webcam-Prozessor, ich zocke und im Hintergrund rendert der gerade das Video von gestern, diese 5 Stunden oder so. Ich hab das einfach mal ausprobiert und streame noch zeitgleich. Das überhaupt funktioniert, hat mich gewundert. Natürlich Rache, ne? Jetzt muss ich natürlich die Tasten so richtig treffen, sonst habe ich ein Problem. Uiuiui. Alter, wie viele Leute erledigt der denn da? Ja, das stimmt, ey. Die haben richtig Power, also. Ich wundere mich. Der hat ja 12 Kerne und 24 Threads, aber das ist schon eine Leistung. Im Hintergrund ein Video
zu rendern und dann zu zocken und noch zeitgleich zu streamen, ne? Okay, ab und zu sieht man mal einen kleinen Mikro-Ruckler hier irgendwie im Spiel, aber soweit ist das aber in Ordnung, würde ich sagen. Weil der läuft hier rum wie James Bond. Wollte ihn umbringen, ne? Blöder Wichser! Da wüsste ich auch nicht, was ich da machen sollte. Bitte, tun Sie mir nichts! Ja, der 3059 X, der hat 16 Kerne. Aber 12 reicht auch für mich. Ist tot. Sie haben sie getötet! Halt! Halt! Bitte! Nee, nachladen muss er auch nicht groß, ja, stimmt. Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Oh Mann, der geht ja mit den Menschen um, aber okay, er wollte ihn ja auch umbringen. Sie Scheißlügner. Raus mit der Wahrheit. Nein, nein, bitte. Ich weiß nichts. Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Ich weiß überhaupt nichts. Oh. Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Gordy! Gordy wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn zu lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Oh Mann, was soll man da jetzt noch glauben? Heftig. Er hat's mir erzählt. Ich glaube hier gar nichts mehr. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein Sohn. Aber wenn Master nicht der Killer ist und Gordy ist nicht der Killer, sondern das war nur ein Unfall. Erzählt nicht. Was? Wer ist denn der Junge, Killer? Das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Alter. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ey. Jetzt müsste aber einen geben. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. Ah, da hat er einen John hat einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Die kleine Lauren war eine Hure. Vergessen Sie sie. Oh, Alter. Arbeiten Sie für mich, Shelby. Ich zahle gut. Nicht. Ich glaube, es wird Zeit, ihm jetzt mal eine reinzuhauen. Halten Sie verdammtes Maul. Kapiert? Schnauze. Übel, wie er über Menschen redet. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Ja, komm, wir sind ja kein Killer, also such mal die Tabletten. Die Schublade da, ja, wo ist denn da, welche Schublade denn? Oh, Steuerung. Ah, alles klar. Beeilung hier, der Mann hat was mit dem Herzen. Auch wenn es ein Unmensch ist, muss man ihm trotzdem helfen. Und wahrscheinlich Nitro-Tabletten, ne? Danke für die Rettung. Ich bereue es schon. Ja. Das kann man auch, aber ganz ehrlich.
da aussieht, ey. Die letzten Buchstaben 961, okay. Sieht natürlich geil aus, ne? Das, was weiß war, ist jetzt rot. Schon echt nice aus, geil gemacht. Wahrscheinlich eher so ein Traum sein, den wir jetzt hier spielen. Darf irgendwie in keinem Spiel irgendwie fehlen. Die letzte Prüfung. Ach nee, okay. Die das gehört zum Original dazu. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Also wir haben mal ganz ehrlich, so unter uns gesagt, wir haben 4 Prüfungen gemacht. Er hat einmal mit dem Auto seinem Gegenverkehr gefahren. Dann musste er sich einen Finger abschneiden. Ich weiß gar nicht, was noch war. Na, nur ein paar andere Sachen. Wir gehen. Das hat keinen Sinn mehr. Der wird sonst oder verarscht von dem Mörder. Komm, wir gehen. Das hat keinen Sinn. Ich finde dich, Sean. Mir fällt etwas ein und dann hole ich dich, mein Sohn. Aber es bringt ja nichts, wenn ich meinen Sohn finde und Gift nehme und dann dabei sterbe. Also, der Typ, der ist nicht ganz reisefertig, der so eine Rätsel aufstellt. Gleich die Nase. So, wirklich der Hinweis mit der Straße, mit dem Buchstaben, es fehlen natürlich viele Buchstaben, aber wenn man alle Straßennamen nehmen würde, würde man das wahrscheinlich sogar finden. Obwohl, sein Leben ist ja sonst nicht mehr lebenswert. Oh, ich krieg's nicht raus! Die halten ihn hier für Mörder, obwohl er es wahrscheinlich gar nicht ist. Wo bist du, Sean? Er verliert seinen Sohn. Wo bist du? Hatte er ja vorhin schon gespoilert eigentlich, dass der Junge gar keine Hilfe gefunden hat. Also ist die Frage, warum ich diese Sequenz jetzt hier spiele. Ich weiß ja, dass ich keine Hilfe finde. Seine, es passiert ganz was anderes. Du musst kommen, Dad! Na los, John, stirb! John, stirb! Bitte! Ja, dann hätten wir einmal Alkohol weniger ist sowas. Stoppen, Alkohol kann manchmal so viel bitte, Schaden Dad, anrichten nicht, und so nicht. Schlecht sein. John, stirb! John, stirb, Dad! Was bitte! Mann! Bitte! Bitte, bitte, Dad! Du musst John retten! Ja. Ich hab's versucht, wirklich. Er will nicht. Bitte stirb nicht, John. Du darfst nicht sterben, John. Bitte. Was das für ein Leid für ein Kind ist.
ein Erwachsener, weil er gesoffen hat, irgendwie nicht in der Lage ist zu helfen. Moin, Mr. Krachbum 76, grüß dich. Oh, ey, der arme, der Kleine, der tut einem so leid. Dass der ein Trauma hat, der wird doch nie wieder normal werden. Was verarbeitet ist er noch nicht. Oh Mann. Nur weil sein Vater mal säuft, ja. Widerlich. Ja, man wird so emotional gepackt in diesem Game, dass man echt am liebsten reinspringen würde und den Vater irgendwie mit seiner Schnapsflasche über den Kopf ziehen würde. Aber okay, wir sollen ja sachlich bleiben. Ach, ärgerlich. Ah, krass, ey. Er hat Lorraine verloren, das war auch eine harte Nummer. Ich schließe auch mit dem Fall jetzt ab, ne? Weil es ja so viel Elend erlebt da in der ganzen Misere. Oh! Achso, ja, alles klar. Das ist ja die Situation, wo er ihr geholfen hat. Wenn ich überlege, die hatte am Anfang, wollte sie ihm nicht helfen. Dann war sie, ist sie irgendwann seine Partnerin geworden und ist dann drin gestorben. Heftig, ja. Aufgrund des Falls eigentlich alles verloren. Er hat alles gegeben, aber keine Chance irgendwie, das irgendwie wieder gut zu machen. Ich glaube, ich hätte an seiner Stelle genauso reagiert. Jetzt schmeißt er natürlich das Notizbuch noch weg. Ach, er war das? Ach, er hat ihn wirklich umgebracht? Ja, okay. Wie bekloppt ist das denn? Ich dachte, er gehört zu den Guten sozusagen. Das denn, dass er den umgebracht hat, der hat doch so getan, als wenn er es nicht getan hat. Das wirft natürlich ein ganz anderes Licht jetzt auf ihn. Jetzt sind alle Hinweise, die er je aufgedeckt hat, erstmal für ein Popo. Oh. Ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt hier mit dem Charakter kommen. Also in dem Spiel tun sich echt Abgründe auf. Also, boah, mal gut, dass es heute tagsüber ist. Wenn ich das jetzt hier alles noch verarbeitet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nachts nicht geschlafen oder wieder komisch geträumt, weil das triggert einen richtig. Die Fabrikhalle, da ist er drin, der Kleine. Ich vermute mal, er wird da drin sterben und wir können ihm nicht helfen. Es sei denn, es passiert hier auch irgendwie ein Wunder oder so. Der Origami-Killer hat zum 9. Mal zugeschlagen. Die Leiche von Sean Mars wurde. Wir haben es nicht geschafft, Sean zu retten. Der Stadt aufgefunden. Ah, das ist echt ärgerlich. Der leitende Ermittlungsbeamte Captain Layton Perry ist zurückgetreten. Die Polizei hat noch immer keinen Hinweis auf die Identität des Origami-Killers. Sie tappt weiterhin im Dunkeln.
Oh, dann waren sie jetzt ehrlich, weil sie haben doch gesagt, dass Mars der Mörder ist. Und dass sie jetzt in der Presse sagen, sie haben den nicht. Ist ja krass. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es mit seinem Charakter weitergeht. Konnte seinen Sohn irgendwie nicht retten oder... Nee, wir haben in Nachrichten ja den Tod schon durchgesagt. Ich denke mal, bei dem Spiel gibt es auf jeden Fall bestimmt 5 verschiedene Enden. Vielleicht hätte man den Jungen auch retten können, aber wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Bums und der nächste Charakter weg, ne? Hurra. Suizid ist nie eine Lösung. Madison Page wurde heute auf dem Friedhof Charity Cross beigesetzt. Ihr heldenhafter Tod im Entführungsfall Sean Mars hat landesweit einen tiefen Eindruck hinterlassen. Kollegen von der Presse erwiesen der mutigen Journalistin, die ihr Leben der Wahrheit zu Sie hat es auch nicht geschafft. Oh, shit. Britney Sanders, ICN. Okay, Britney, ist im Kasten. Also ein Happy End beim Spiel sieht anders aus. Von der Gefühlsduselei haben wir denn überhaupt noch einen Charakter, der noch lebt, oder? Ach, er, ja. Die Beerdigung ist in 2 Tagen in einem gottverlassenen Kaff irgendwo hinter Washington. Und ich werde nicht drumherum kommen, daran teilzunehmen. Ich nicht. Jaden und ich kamen nicht so gut klar. Alter, was ist denn das für Arsch? Kein Problem. Mann. Das verstehe ich. Kann man so kalt sein? Das gibt's doch nicht. Tja, ich hab noch die Brille. Was wird damit? Tja, er braucht sie nicht mehr. Machen Sie, was Sie wollen. Alter, heftig, heftig, ey. Alter, wie die über den reden, das ist unglaublich. Auch zu schade, wenn er die jetzt aufsetzt und damit dann irgendwas ermittelt. Das hat er sich gar nicht verdient, so kaltherzig wie er ist. Alle, die gut waren, sind gestorben und er wird wahrscheinlich der sein, der den Fall löst und dann überbleibt. Kann ich mir richtig vorstellen. Sich freut, ey. Das hat er überhaupt nicht verdient. Aber krass, mit so einer virtuellen Brille sein Büro so umzugestalten und das so lebensecht, dass man das Gefühl hat, man ist in der freien Natur. Das würde den einen oder anderen Büroalltag bestimmt richtig gut tun. Er ist als virtuelle Figur übergeblieben, das ist auch sehr gut. Ich würde sagen, Finger mal an die Tastatur, falls mal wieder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wo ich irgendeine Tastenkombination nachher wieder verschlafe. Tja, bin mal gespannt, wenn er alle Hinweise vernichtet hat, ob er als Detektiv trotzdem noch ermittelt. Bleibt auf jeden Fall spannend. I want to see them again. I'm a father too. Alter. Heftig, heftig, ey. Szene, die sie eben gezeigt haben, so von wegen, dass ich ihn erschossen habe, das stimmt ja gar nicht.
weil ich habe ihn ja am Leben gelassen. Die zeigen wahrscheinlich alle Alternativen, die es noch gibt, wie es hätte ausgehen können. Stimmt, ja. Das müssen die Alternativen sein, die ich nicht gespielt habe. Ich es anders entschieden habe in dem Moment. Ich weiß gar nicht, was von Heavy Rain eigentlich. Weiß das einer von euch? Gibt es da einen zweiten Teil von? Das wäre ja genial. Spiel jetzt 2020 entdeckt für 7 Euro bei Steam oder so, und das war ja so grandios. Ohne fesselnde Story. Da muss auf jeden Fall einen zweiten Teil von geben. Aber da habe ich mich ja fallen lassen. Mal gucken, was noch geht. Ah ne, der klang so ein bisschen, ne? Auch geil, eine Mischung aus. Achso, Fragmentierung, ich glaube nicht. Ja, schade. Ich hoffe, die arbeiten da dran, ey. Das war super, super Game, ey. Wow. Echt super genial. Ja, dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich zocke hier mit dem 3900X. Das Game läuft, obwohl ich im Hintergrund mit Magix Video Deluxe Video rendere, was irgendwie 6 Stunden zum Rendern braucht. Und trotzdem kann ich streamen und zocken. Alter, was für eine CPU, was für eine Leistung. Ich bin richtig begeistert. War für mich heute ein Experiment, weil ich eigentlich nie zocke und zocke und rendere gleichzeitig. Naja. Okay, ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Stream erstmal. Und dann schaue ich mal, was es noch so Schönes gibt, was wir mal zocken könnten. Ein paar Dinge durchschauen. Ich habe jetzt so einiges gekauft in letzter Zeit. Ich glaube, Beyond Two Souls ist auch noch ganz geil. Ja, wenn noch einer einen Tipp hat oder so, schreibt es nochmal in die Kommentare. Ansonsten, ja, entscheide ich persönlich nochmal, was wir nochmal zocken könnten. Aber ich freue mich immer über jeden Tipp. Alles klar. So, jetzt aber wirklich Schluss. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wiederhole mich und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Bis dahin.